Herzlich willkommen zu einer weiteren Session unserer Vorlesung Grundlagen des Marketing. Wir waren stehen geblieben bei Kommunikationspolitik oder auf Englisch Promotion als sehr, sehr wichtigen Bestandteil des absatzpolitischen Instrumentariums. Und wir hatten gesagt, Kommunikationspolitik besteht wiederum aus verschiedenen Elementen, aus verschiedenen Tools. Direct Marketing ist beispielsweise eins oder Social Media Marketing. Und wir waren, wie gesagt, stehen geblieben bei der Öffentlichkeitsarbeit, auf Englisch Public Relations. Was hat das mit Marketing zu tun? Jetzt sieht man wieder, das hat mir schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass jeder im Prinzip Marketing braucht, weil Marketing brauche ich, wenn ich eine Partei bin, eine politische Partei oder eine Regierung bin oder ich bin Politiker beispielsweise, weil es geht auch um Wahrnehmung der Marke in der Öffentlichkeit und letztendlich stellen auch Länder oder Hotels oder politische Parteien oder sonstige Institutionen wie das Welternährungsprogramm beispielsweise oder die Vereinten Nationen. Das sind letztendlich ja auch Marken, weil wir gesagt hatten immer, eine Marke ist nichts anderes als eine Ansammlung von Wahrnehmung im Bewusstsein des Konsumenten. Was will jetzt eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit? Public Relations. Da geht es nicht darum, einzelne Produkte zu verkaufen. Das steht jetzt nicht im Vordergrund, sondern es geht insbesondere um die Gestaltung von positiven Kommunikationsbeziehungen. Also man möchte die Marke oder wofür man steht, die Markenidentität, die Markenpersönlichkeit entsprechend aufladen, sodass viele, viele Menschen mit einer Marke oder einer Organisation, einer Unternehmung gewisse Wertvorstellungen verbinden. Also es geht um die Kommunikationsbeziehung, nicht nur zwischen dem Unternehmen und den Kunden, sondern zwischen dem Unternehmen und allen sogenannten Stakeholdern. Das sind die Interessengruppen des Unternehmens. Das sind also auch Medien, das sind beispielsweise Lobbygruppen, das sind hier ADAC oder Human Rights Watch oder Greenpeace oder ATTAC oder Fridays for Future. Und Ziel ist es immer, öffentliches Vertrauen zu schaffen. Öffentliches Vertrauen zu schaffen und eine Reputation letztendlich aufzubauen. Wie gesagt, die Marke emotional aufzuladen, mit gewissen Werten zu versehen. Es geht also um die gesamtunternehmerische Bedeutung gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber den entsprechenden Stakeholdern. Werbung stellt immer auf einzelne Angebote ab, Dienstleistungen, Produkte in der Regel. Auch Social Media wird häufig in Bezug auf ein konkretes Produkt oder eine konkrete Dienstleistung vorgenommen. Muss nicht sein. Es kann ja auch eine Öffentlichkeitskampagne sein, Public Relations Kampagne, die sich natürlich der Tools und Möglichkeiten von Social Media bedient. Wichtig ist einfach diese Unterscheidung, dass sich Öffentlichkeitsarbeit immer auf das gesamte Unternehmen bezieht, weniger auf ein einzelnes Produkt. Also steht jetzt keine Gewinn- oder Umsatz-Absatzsteigerung mit der Öffentlichkeitsarbeit in direkten Zusammenhang. Das kann ein abgeleitetes Ziel letztendlich sein. Ja, wenn es mir gelingt, meine Markenidentität oder eine gute Reputation für mein Unternehmen aufzubauen, dann verkaufe ich vielleicht indirekt auch mehr. Aber das ist nicht primäre Zielsetzung, das ist mehr ein abgeleiteter Effekt, der sich vielleicht daraus ergibt. Was sind so die Tools, die Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit? Können zum einen mal zu nennen Pressekonferenzen, die gemacht werden, Statements zum Beispiel, die gemacht werden, Interviews, die gemacht werden. Gestern war beispielsweise der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing von der Deutschen Bank bei den ARD Extra und hat dann so ein bisschen aus seiner Sicht, aus der Sicht der Deutschen Bank halt die Lage geschildert. Und das hat natürlich auch eine Wirkung, wie wir die Marke Deutsche Bank, das Unternehmen Deutsche Bank in diesen Zeiten wahrnehmen. Hauptversammlung, das ist ein wichtiges Instrument natürlich auch, weil da der Vorstand entsprechend die Ausrichtung oder die strategische Ausrichtung in Bezug auf das Unternehmen präsentiert. Presseinformationen, die offiziell nach außen kommuniziert werden, wenn es zum Beispiel um Unternehmensumbau geht, wenn es um Akquisitionen beispielsweise geht.
Public Relations Anzeigen, Image Spots, Mailing Kampagnen. Also hier geht es eigentlich immer, wie gesagt, nochmal um das ganze Unternehmen, nie um ein konkretes Produkt oder um eine konkrete Dienstleistung. Und Beiträge und Vorträge von Unternehmensvertretern, ich hatte das gerade gesagt, wie beispielsweise der Auftritt oder eine Gastkolumne beispielsweise auch mal, die ein Vorstandsvorsitzender oder eine hochgestellte Persönlichkeit eines Unternehmens in entsprechenden Tageszeitungen oder sonstigen Fachpublikationen veröffentlicht. Theoretisch kann es natürlich auch ein Tag der offenen Tür sein oder auch im Rahmen von Jobmessen präsentiert sich natürlich auch ein Unternehmen und das hat ja auch eine Außenwirkung auf die Wahrnehmung der Marke oder die Wahrnehmung des Unternehmens. Eine der besten Kampagnen aller Zeiten, wir waren immer so ein bisschen neidisch und haben ein bisschen drauf geschaut, ist die Kampagne von BP. BP stand ja für British Petroleum. Und BP initiierte vor vielen Jahren schon eine Kampagne und die sagten, Mensch, wir wollen nach außen hin kommunizieren, dass BP mehr ist als nur ein Ölkonzern, ein Ölunternehmen. Es geht um Vielfalt statt Einfalt. Das war das Credo. Vielfalt statt Einfalt. Und die sagen eben, okay, Öl ist unser Kerngeschäft oder war es zumindest in der Vergangenheit. Wir stellen uns jetzt ein bisschen neu auf, aber wir machen auch Erdgas, Wind, Solar, Biotechnology und Energy Efficiency. Darum kümmern wir uns eben auch. Und man gab sich ein neues Logo. Man hatte vorher immer so diesen Shield, wo BP drin stand. Und jetzt gab man sich ein neues Logo, so eine Art Blume sozusagen. Man könnte fast so eine Prilblume nennen hier. Und sagt, man benennt den ganzen Konzern um und man sagt jetzt, wir heißen nicht mehr British Petroleum, wir heißen Beyond Petroleum. Das ist eigentlich semantisch auch ein genialer Schachzug, kommunikationspolitisch gesehen. Warum ist das clever? Weil man eben mit Beyond andeutet, dass man eben jenseits von Öl, auch über die Zeit hin, wenn die Ölressourcen beispielsweise mal zur Neige gehen sollten, man denkt über die Zeit hinaus, man ist viel breiter irgendwo aufgestellt und das hat man hier im Prinzip mit diesen Piktogrammen auch entsprechend visualisiert. Und man gab sich eine neue Mission und zeigte, wofür soll BP eigentlich stehen zukünftig? Verpflichtung zu Integrität, Behandlung aller Menschen mit Respekt, Würde und Streben nach gegenseitigem Nutzen und Förderung des Fortschritts der Menschheit. Das ist ein hehres Ziel. Und das war sehr erfolgreich. Das war so erfolgreich, dass viele Kundinnen und Kunden sagten, auch Nicht-Kunden von BP sagten, BP ist eines der grünsten Unternehmen der Welt. Ja, die werden unheimlich gut wahrgenommen in Bezug auf Werte wie Sustainable Development, nachhaltige Entwicklung und Environmental Resourcefulness und Ressourcenallokation und die haben also plötzlich sehr, sehr gute Werte irgendwo gehabt, obwohl die im Prinzip gar nichts groß gemacht haben. Sie haben jetzt irgendwie nicht jetzt wesentlich mehr jetzt hier in einzelne Bereiche investiert, also zum Beispiel wesentlich mehr irgendwie in Windenergie investiert, als die Kampagne lanciert wurde, als sie gestartet wurde, aber die Wahrnehmung war eben so, dass BP sehr, sehr nachhaltig ausgerichtet ist. Und dann passierte eine Havarie, das ist ja in die Geschichte eingegangen, so wie bei Shell, die Havarie oder das Dilemma um die Brand Spa. So hatte BP seine Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. Und das war im Prinzip, das ist jetzt nicht um BP hier anzuklagen oder zu kritisieren. BP hat nämlich einen guten Job gemacht und das Management hat damals einen sehr, sehr guten Job gemacht für BP. Aber dieses Joint Venture, was die hatten, die Ölplattform wurde gar nicht von BP alleine betrieben, sondern es war ein Joint Venture. Und da passierte eben diese Havarie und das Öl ergoss sich ins Meer. Was ich damit sagen will, ist, die hatten sich im Prinzip über diese Public Relations Kampagne sehr, sehr gutes Image aufgebaut und manchmal braucht es nur eine Havarie oder ein großes Ereignis, um etwas, was ich über Jahre hinweg gepflegt und kultiviert habe, kommunikationspolitisch begleitet habe, so ein bisschen zu erschüttern. Was heißt ein bisschen zu erschüttern? Das führte dann so weit, dass Tony Hayward war damals CEO von BP. Und Tony Hayward, wie gesagt, nachweislich, Sie können das nachlesen, hat die Marktkapitalisierung von BP nach vorne gebracht. Er hat einen richtig guten Job für BP gemacht. Aber das Problem war, die Wahrnehmung war,
Tony Hayward tut irgendwo nichts. Der hat zwar Tag und Nacht irgendwo an der Krise gearbeitet, aber irgendwann am Sonntagnachmittag ging er mit seiner Segeljacht um die Channel Islands herum segeln. Das war, wie gesagt, Sonntagnachmittag, es war Wochen nach der Krise, also nachdem die Krise ausgebrochen ist. Und diese Bilder von Tony Hayward mit seiner Yacht wurden kontrastiert mit den Bildern von toten Vögeln, die an den Stränden vom Golf von Mexiko lagen, und von weinenden Männern und Frauen, die sagten, keine Touristen kommen hierher und die Strände sind verschmutzt und so weiter und so fort. Und was macht BP? BP macht gar nichts, ja. They're doing nothing. BP arbeitete natürlich an der Krise, aber die Wahrnehmung war, Tony Hayward geht segeln. Und das passierte auch Präsident Obama. Als Obama spielte nämlich eines Nachmittags, auch Wochen nach der Krise, am Sonntagnachmittag mit Joe Biden, seinem Vizepräsidenten, eine Partie Golf. Kann er ja gerne machen. Die Wahrnehmung war aber, der Präsident macht hier Leisure Activities und der kümmert sich nicht richtig als Krisenmanager hier um das Problem im Golf von Mexiko. Es gab eine offizielle Congress Note, hier Republican National Committee Chairman Michael Steele, und er sagte, okay, until the problem is fixed, no more golf outings, no more baseball games, no more Beatle concerts, Mr. Presidents. The stakes are too high for the President's Obama lackadaisical approach to both his responsibilities and the challenges we face. Also der Präsident soll aufhören, Konzerte zu besuchen, Golf zu spielen, bis die Krise gelöst ist. Auch hier nochmal, ich weiß nicht, wie viel Zeit Barack Obama in die Krise oder ins Krisenmanagement investiert hat, aber die Wahrnehmung war irgendwo, der macht nichts. Wenn er im Prinzip sich in einen Helikopter gesetzt hätte und dann in einem entsprechenden Outfit da an den Strand geflogen wäre und da tote Vögel aus dem Wasser zieht, dann wäre die Wahrnehmung wahrscheinlich eine andere gewesen. Letztendlich führte das dazu, dass, und hier sehen wir wieder, wie wichtig die Makroumwelt für so ein Unternehmen ist, die Stakeholder, nicht die Shareholder, die Shareholder auch, aber auch die Stakeholder, eine Lobbygruppe oder eine Interessengruppe wie Greenpeace. Greenpeace rief nämlich zum Boykott von BP damals in London auf und sagte, guck mal hier sind überall die Tankstellen von BP. Und da fahrt bitte nicht mehr hin. Fahrt zur Elf oder zu Shell oder wem auch immer. Aber fahrt nicht zu BP. Und stimmt mal ab für das neue Logo von BP. Vote for the new face of BP. Broken Promises, ja. Nicht Beyond Petroleum. Broken Promises. Back to Black, ja. Ganz, ganz negative Public Relations. Was passierte? Letzten Endes musste Tony Hayward das Unternehmen verlassen. Er wurde entlassen. Obwohl er, nochmal, obwohl er wirtschaftlich gesehen, strategisch gesehen, eigentlich einen guten Job gemacht hatte für BP. Unter seiner Ägide wurde auch diese Kampagne ins Leben gerufen. Aber die Wahrnehmung war nachher, Tony Hayward hat das irgendwie nicht im Griff, interessiert das eigentlich nicht richtig, und er musste das Unternehmen verlassen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante, eine unglaublich spannende Geschichte, die zeigt, wie sensibel im Prinzip die breite Öffentlichkeit oder Shareholder sind oder ihr Einfluss auch Stakeholder sind und wie groß ihr Einfluss ist auf die Wahrnehmung des Unternehmens und die Wahrnehmung der Marke. So viel zu Public Relations. Und jetzt wird nochmal klar, warum alle Public Relations brauchen. Letztendlich ist auch ein Politiker wie Friedrich Merz oder Armin Laschet, das sind letztendlich auch Marken, die für etwas stehen und die entsprechend wahrgenommen werden. Und jeder Auftritt, den die haben, ob das jetzt im Interview in den Tagesthemen ist oder bei der Tagesschau ist oder bei Anne Will oder bei Maischberger, wirkt im Prinzip, hat eine Wirkung auf die Wahrnehmung der Marke Laschet oder CDU und so weiter und so fort. Und das gilt nicht nur für Politiker, sondern für alle Organisationen, das gilt für ganze Länder, das gilt für Regierungschefs und das gilt natürlich auch für Unternehmen. Gut, so viel zu Public Relations, da kann man natürlich eine eigene Vorlesung draus machen. Haben wir leider nicht die Zeit für, aber das ist ganz, ganz wichtig. Wer sich dafür ein bisschen interessiert, der kann sich ja meine Videos anschauen zur Kommunikations- und Kommunikationspolitik und Verhandlungsführung. Dann ein ganz, ganz wichtiges Tool im Rahmen der Kommunikationspolitik ist der Begriff oder das Tool des Sponsorings. Sponsoring ist immer, wenn ich meist finanziell jemanden unterstütze, einen Sportler zum Beispiel, eine Mannschaft. Ich kann aber auch ein Event natürlich unterstützen, ein Konzert beispielsweise. Und im Gegenzug erhofft sich der Sponsor
eine kommunikationspolitische Wirkung. Also, dass beispielsweise die Marke anders aufgeladen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Beispielsweise hat die Kooperation damals von der Telekom, von der Deutschen Telekom mit Apple, die waren die ersten, die damals das Apple iPhone unter Vertrag hatten. Es ging nur mit dem Contract von der Deutschen Telekom. Und das half der Telekom, so ein bisschen aus diesem biederen, langweiligen, angestaubten Image herauszukommen, den man als Staatskonzern und Monopolist damals natürlich auch hatte. Und ein bisschen sich, wenn man so will, im Glanz der Marke Apple zu sonnen. Also es war ein ganz, ganz geschickter Schachzug. Und das machen Unternehmen auch in Bezug auf Sport zum Beispiel. Und es hat natürlich eine entsprechende Wirkung. Der große Vorteil, was meinen Sie, was ist der große Vorteil, wenn ich so Sponsoring mache oder auch Placement, da sprechen wir gleich noch drüber, Product Placement in entsprechenden Formaten, beispielsweise im Kino oder im Fernsehen. Was ist der große Vorteil? Was ist der Unterschied zur Werbung? Was ist der Unterschied zwischen einem Werbespot und so einem Sponsoring-Engagement? Was meinen Sie? Haben Sie da irgendwelche Meinungen zu? Was ist der große Unterschied hier vom Sponsoring? Ja, Leute schalten nicht ab, genau, weil Leute sind ja da bei so einem Public Viewing beispielsweise. Assoziation mit dem Film, mit der Person, mit dem Helden und dem Produkt, und das lädt die Marke wiederum auf und das differenziert die Marke wiederum. Der große Vorteil hier beim Sponsoring, beispielsweise wenn Fußballmannschaften gesponsert werden oder wenn Bannerwerbung im Stadion läuft, ja, dann ist es so, die Leute können nicht einfach abschalten, klar, können versuchen, das zu ignorieren, aber sie sind in der Regel, sie haben eine hohe Attention Span, sie haben eine hohe Aufmerksamkeitsspanne und sie sind in einem Umfeld höchster Emotionalität irgendwo da, ne? Ihre Mannschaft spielt und das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass die Marke in diesem Kontext auch entsprechend positiv wahrgenommen wird. Und das ist eben das, was der Sponsor sich erhofft. Habe ich schon gesagt, also es gibt völlig unterschiedliche Arten von Sponsoring. Einmal Kultursponsoring, wenn jetzt ein Festival zum Beispiel, das Beethoven-Festival in Bonn von der Deutschen Post gesponsert wird. Oder Sportsponsoring, das ist die häufigste Form von Sponsoring, weil man sich da die höchste emotionale Aufladung erhofft und weil natürlich insbesondere zum Beispiel Fußball, momentan nicht, aber sonst Fußball, auch über entsprechende Zweitverwertung, Beispiel, denken Sie an Print, denken Sie an Berichterstattung im deutschen Fernsehen, auch über Zweitberichterstattung letztendlich natürlich eine entsprechende kommunikationspolitische Werbung hat. Also nicht nur die Leute, die im Stadion sind beispielsweise, sind exponiert gegenüber meinem kommunikationspolitischen Engagement, sondern auch die Leute, die nachher eine Zusammenfassung im Fernsehen sehen oder die ein Bild sehen, irgendwie von dem mit dem Fußballspieler mit dem Trikot ausgestattet von dem Unternehmen oder die im Hintergrund die Bannerwerbung letztendlich sehen. Das gleiche gilt für die Formel 1 und auch andere Sportarten natürlich. Sozio-Umwelt-Sponsoring, das ist, wenn jetzt ein Unternehmen sehr bekannt ist die Kornbacher Regenwald-Kampagne. Also okay, wenn man im Handel einen Kasten Kornbacher kauft, dann rettet man damit einen Quadratmeter Regenwald. Das ist auch so eine Art Sozio-Umwelt-Umweltsponsoring, welches ganz, ganz häufig von so Unternehmen letztendlich genutzt wird. Was sind jetzt die vordringlichen Kommunikationsziele? Wir hatten schon, die meisten hatten wir schon angesprochen. Also einmal die allgemeine Steigerung der Präsenz in der Öffentlichkeit. Aber geht es um Präsenz. Aber das Wichtigste ist eigentlich der Image-Transfer. Also die emotionale Aufladung der Markenidentität oder überhaupt die Aufladung der Identität. Es gibt ja auch Marken und Unternehmen, Organisationen, die werden irgendwo gar nicht wahrgenommen. Man sagt ja auch, okay, ist irgendwie ein Autohersteller oder macht das und das. Aber ich habe jetzt keine besondere Verbindung hier. Ich weiß nicht, wie es um die Qualität bestellt ist und ja, das ist relativ diffus. Einbindung von Berühmtheiten in Werbekampagnen, Telekom beispielsweise damals den Potz genommen, den Opernsänger, um auch die Marke aufzupolieren, Veranstaltung besonderer Kundenevents, Deutsche Post, Formel 1 beispielsweise oder auch so ein Sponsoring bietet auch die Möglichkeit der Kreierung von Sonderkollektionen. Das ist eher so ein altes Beispiel, Rolling Stones Edition von Volkswagen. Also die haben damals, insbesondere in den 80er, 90er Jahren, hatten sie verschiedene Sondereditionen vom Golf gehabt, bezüglich verschiedener Sponsoring-Aktivitäten.
Konnte man immer so Sondermodelle letztendlich kaufen. Was sind die großen Vorteile? Wir hatten es ja gerade schon, ich habe es im Chat ja auch gelesen, hatten Sie völlig richtig gesagt. Einmal, Ansprache in der Regel in einem sehr attraktiven Umfeld. Der Zuschauer ist natürlich irgendwo involviert, er ist eine hohe Attention Span, sehr emotional in der Sache irgendwo drin. Und das führt dazu, dass die Werbung oder das Sponsoring eigentlich nicht als Werbung ausgeblendet wird, nicht ausgeblendet werden kann, sondern auch einfach nicht als Werbung erkannt wird. Und ich habe auch eine hohe selektive Reichweite, weil ich habe im Prinzip, je nachdem, was ich letztendlich sponsern will, beziehungsweise was für ein Unternehmen ich bin, was für eine Marke ich bin, kann ich relativ gezielt eine gewisse Klientel irgendwo ansprechen. Ja? Also das bietet, deswegen investieren die Unternehmen ja sehr, sehr viel Geld da rein, also Sportartikelhersteller, Adidas, Nike, Under Armour und wie sie alle heißen, investieren sehr große Summen ins Sponsoring von entsprechenden Teams. So hat beispielsweise Adidas beinahe 1 Milliarde investiert in die Ausstattung von Manchester United oder einen Vertrag abgeschlossen, der ein Volumen hatte von 1 Milliarde. Also wird enorm viel Geld investiert, viel mehr wird investiert in dieses Sponsoring von Mannschaften oder von einzelnen Stars. Denken Sie beispielsweise an die Zusammenarbeit von Nike und Tiger Woods oder McIlroy. Da wird viel mehr investiert fast noch als in klassische Werbung, in klassische Fernsehwerbung, weil diese Bindung eines besonderen Stars, Sportstars an die Marke ist sehr, sehr wichtig, gerade im Sportartikelmarketing. Ganz, 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 ganz interessant, und da müssten Sie einfach mal nachlesen, was für Beträge hier von den Sportartikelherstellern investiert werden. Weil ich habe nämlich auch, und das hatten wir schon gesagt, entsprechend vielfältige Multiplikatoreffekte durch Medienübertragung oder durch Zweitverwertung, wie ich gerade gesagt habe, in Form von Print oder da werden nachher irgendwelche Spiele oder die Bundesliga-Saison irgendwie auf DVDs irgendwie konserviert, und dann habe ich im Prinzip dann auch im Nachhinein noch zusätzliche Wirkungen. Umgehung von Zapping, also wie man das bei klassischen TV-Spots hat. Image-Transfer ist hier mit Plus und Minus gekennzeichnet. Warum? Weil natürlich, je nachdem, was ich sponsor oder welchen Star ich unter Vertrag habe, da auch negativ, ne, bei Misbehavior, wenn sich jemand irgendwie da schlecht benimmt oder, weiß ich nicht, Fahrerflucht begeht oder voll getrunken an der Ecke irgendwie aufgefunden wird, was auch immer, kann das natürlich auch negative Wirkungen haben. Oder einer, den ich sponsor, wird des Dopings überführt. Dann habe ich natürlich auch ein Problem mit meiner Marke. Was soll ich tun? Wie kann ich da reagieren? Denken Sie beispielsweise an das Engagement oder wie lange es gedauert hat, bis Telekom aus dem Sponsoring für die Tour de France irgendwie ausgestiegen ist. Eingeschränkte Präsentationsmöglichkeiten, das ist ein negativer Aspekt. Ich kann natürlich irgendwo, wenn Sie beispielsweise an Trikot denken im Fußball oder Bandenwerbung oder beispielsweise an ein Formel-1-Auto, da passt natürlich nicht viel drauf. Oder jemand hat irgendwie einen Baseball-Cap und da kann ich irgendwie nur 2, 3 Marken irgendwie drauf kleben. Aber ich kann da keinen Kühlschrank zeigen oder so, wenn ich Kühlschränke verkaufe oder irgendwie ein Auto abbilden. Ich habe also nur eingeschränkte Präsentationsmöglichkeiten. Weil Stars natürlich viele Marken repräsentieren mitunter. Je größer der Star, desto mehr Marken haben ihn unter Vertrag. Desto größer ist wiederum natürlich das Risiko des einzelnen Sponsors übersehen zu werden. Denken Sie an das Formel-1-Auto, das ist ja beklebt wie so eine Litfaßsäule. Es kann eine gewisse Reaktanz, also eine negative Reaktion bei zu starker Präsenz auftreten, und die Gefahr einer Glaubwürdigkeitslücke kann entstehen. So hatte beispielsweise Kick Textildiscount, die ja preiswerte Textilien unter anderem vertreiben, ein Engagement oder einen Vertrag, einen Sponsoring-Vertrag mit Werder Bremen, dem Bundesligisten. Und das war so ein bisschen eine Glaubwürdigkeitslücke. Worauf ich hier immer achten muss, ist der sogenannte Fluent Fit. Das nennen wir Fluent Fit, ich schreibe es mal auf. Das ist ein feststehender Begriff, den man hat im strategischen Marketing. Ich brauche einen Fluent Fit zwischen der Mannschaft oder dem Star, den ich letztendlich sponsor, und meiner Marke, meinem Unternehmen. Und andernfalls habe ich vielleicht so eine Glaubwürdigkeitslücke. Also es ist wenig glaubhaft,
dass die Fußballstars regelmäßig bei Kick irgendwie einkaufen. Und da gibt es eine ganz, ganz schöne Story zu Manchester United und Chrysler, weil Chrysler ist oder war, ich weiß gar nicht, ob sie das im Moment immer noch sind, müssen Sie mal Faktencheck machen und in die Kommentare reinschreiben beim Video. Chrysler war Ausstatter von Manchester United und die haben viel Geld dafür gezahlt, dass die Manchester United Stars Chrysler fahren. Es war aber jetzt so, die fuhren gar nicht Chrysler, weil die fuhren eben andere Autos, Ferrari und Porsche und Mercedes und Lamborghini und Maserati und wie sie alle heißen, diese Sportwagen in der Regel. Und Chrysler sagte: Mensch, die fahren alle nicht die Autos, ne, die wir euch zur Verfügung stellen. Wir zahlen hier viel Geld, Millionen von Dollar, damit eure Stars Chrysler fahren. Und die fahren immer nur Ferrari und Porsche. Das geht so nicht, ja. Ihr müsst die mal in die Chrysler-Fahrzeuge reinsetzen. Und da gibt es ein berühmtes Bild, das finden Sie auch noch, wenn Sie eingeben Rooney, Manchester United Chrysler, wie Rooney dann gezwungen wurde, als einer von den Stars Chrysler-Fahrzeuge zu fahren und wie er da so ein bisschen aussieht, als ob er auf eine saure Zitrone gebissen hat. Also, das ist vielleicht auch so eine Glaubwürdigkeitslücke. Da habe ich keinen Fluent Fit zwischen der Top-Mannschaft letztendlich oder einem einzelnen Star, den ich sponsore, und der Markenidentität meines Unternehmens. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hier, dieser Fluent Fit. Dann gibt es noch Sales Promotion. Das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, gerade im Handel. Ich kann einmal Consumer Promotion machen, also gegenüber dem Konsumenten eine Promotion-Aktion durchführen, indem ich beispielsweise sage, ich habe irgendwie ein Gewinnspiel. Oder ich präsentiere Produkte am Point of Sale, wie das Nahrungs- und Genuss-, also Lebensmittelkonzerne zum Beispiel ganz, ganz häufig in Supermärkten machen im Rahmen einer Verkostungsaktion. Das steht gleich darunter. Oder Coupons mit Preis- und Produktvorteilen. Das ist das, was beispielsweise McDonald's auch sehr, sehr extensiv macht und sehr, sehr extensiv nutzt. Dann Dealer Promotion, Händlerwettbewerb. Das haben wir bei Shell zum Beispiel auch gemacht. Wir hatten immer so einen Verkaufswettbewerb zum Beispiel für Öl. Also wir haben dann immer so Rankings gemacht, welche Tankstelle verkauft pro Monat wie viel Öl. Jetzt gar nicht das Öl, Motoröl, also nicht das Öl mit Benzin, sondern das Motoröl. Und die Siegerteams, die haben dann mit dem ganzen Team eine Reise irgendwie auf die Bahamas gewonnen oder irgendwelche tollen anderen Preise. Das stachelt natürlich auch an, das incentiviert natürlich auch hier entsprechend proaktiv Kunden zum Beispiel anzusprechen und aktiv zu verkaufen. Umgekehrt kann ich natürlich auch eine Salesforce Promotion machen, also meinen Außendienst entsprechend incentivieren, da Bonuszahlungen, Prämien in Aussicht stellen für diejenigen, die möglichst viel, weiß ich nicht, Produkte verkaufen an den Großhandel, an den Einzelhandel, an den Kunden. Ob das jetzt direkt oder indirekt passiert, spielt letztendlich keine Rolle. Denken Sie beispielsweise mal an Vorwerk, die einen sehr, sehr gut geschulten Außendienst haben. Da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Dokumentation auf YouTube. Müssten Sie mal nachschauen, schauen Sie mal einfach Vorwerk, Vertriebsschulung, Verkäuferschulung, irgendwo eine sehr schöne Dokumentation über Marketing bei Vorwerk. Eines der Themen, mit denen ich mich sehr, sehr extensiv beschäftigt habe, ist das Tool des Product Placements. Und man hat Product Placement nicht nur in entsprechenden Kinoformaten, beispielsweise bei Hollywood-Filmen, sondern man hat Placement im Prinzip so ähnlich wie beim Sponsoring. Das ist sehr, sehr vielfältigen Entertainment-Formaten. Also, es gibt Placement zum Beispiel in Computerspielen. Das nennen wir In-Game-Placement. In-Game-Placement. Oder man hat Placement von Produkten, von Artikeln, von Dienstleistungen auch in Romanen, in Novels. So heißt es beispielsweise bei Dan Brown, dass der Direktor im Da Vinci Code, dass der Direktor des Louvre sein iPhone aus der Tasche zieht, um Robert Langdon anzurufen. Das ist kein Zufall, dass da steht iPhone. Eigentlich im Prinzip ist es ja ein Smartphone, ein Mobiltelefon. Ja, es ist völlig irrelevant, ob da sein iPhone oder was auch immer er da irgendwie aus der Tasche zieht, um Robert Langdon anzurufen. Aber es wird explizit iPhone erwähnt. Das ist ein sogenanntes In-Novel-Placement, ein In-Novel-Placement. Und man geht davon aus, dass heutzutage so ein Hollywood-Blockbuster kostet 200 bis 300 Millionen Dollar. Und von diesen 200 bis 300 Millionen Dollar werden circa, ja, das hängt natürlich immer stark vom Format irgendwo ab, aber circa 70% der Kosten allein kommen die wieder rein durch Product Placement. Das ist also ein enorm wichtiger Faktor hier. Und hier habe ich einfach mal ein paar Beispiele gebracht. Damals hat
zu Zeiten hier von Pierce Brosnan, hat BMW eine ganze Zeit lang die Autos zur Verfügung gestellt, also die Autos platziert hier. Das war damals der aktuelle 57i, den Bond gefahren ist, beispielsweise in GoldenEye. Hier wurde zum Beispiel aber auch Avis, an der, das ist in Hamburg, an der Mönckebergstraße, der Film spielt ja zum Teil in Hamburg. Und da gibt es gar keinen Avis-Laden auf Kurs, ne? Also gibt es da überhaupt nicht. Aber den haben die da einfach mal hingebaut, weil Avis einer der Sponsoren des Films war. Das funktioniert also nicht nur bei Produkten, sondern auch bei Dienstleistungen. Und hier kann man auch sehen, Omega hat beispielsweise, die haben mit GoldenEye angefangen, James Bond auszustatten. Vorher waren es diverse andere Marken, mal Seiko, mal auch Casio. Dann gab es aber auch eine ganze Zeit lang Rolex. Und Omega hat einen richtigen Sprung nach vorne gemacht in der Wahrnehmung. Und das wird auch aggressiv von den Unternehmen auch entsprechend genutzt, ne? The Choice of James Bond. Die haben dann auch so Special Editions, so wie ich das gerade gesagt hatte, beim Sponsoring mit Volkswagen, so wie Volkswagen damals Rolling Stones oder Pink Floyd Edition hatte, so hat Omega beispielsweise auch Special James Bond Editions. Product Placement ist genauso vielfältig wie Sponsoring auch. Also, man kann einmal die Marke platzieren in einem entsprechenden Format, beispielsweise Smart beim Da Vinci Code. Oder Corporate Placement, das ganze Unternehmen. Also zum Beispiel TUI, Reisebüro, war viele, viele Jahre lang in der Lindenstraße oder wie wir gerade gesehen haben, Avis in James Bond. Oder generisches Placement, da geht es einfach um eine Produktkategorie. Klassiker, Liebling Kreuzberg, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, Krug, hat ja immer Götterspeise gegessen. Ja, da war irgendwie nicht Dr. Oetker, sondern es ging generell um Götterspeise. Das kann letztendlich auch eine Verbundaktion sein von entsprechenden Herstellern. Message Placement, also einen bestimmten Slogan, eine bestimmte Message irgendwo, die mit einem Unternehmen in Verbindung gebracht werden soll. Innovation Placement, also neue Produkteinführungen. Zum Beispiel, ich hatte das gerade genannt, BMW zum Beispiel auch mit dem Z3 explizit in GoldenEye. Wie er mit dem Roadster da zum Beispiel rumfährt. Oder auch ein Country Placement. Das ist ganz interessant. Da gibt es sehr, sehr spannende Artikel drüber in Fachmagazinen, was beispielsweise die Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson, der ja Neuseeländer ist, für die Tourismusindustrie von Neuseeland bedeutet hat und nach wie vor bedeutet. Das Hobbingen ist ja nach wie vor, das Auenland ist ja nach wie vor zu besichtigen in Neuseeland, das haben wir stehen lassen. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die Neuseeland auch deswegen besuchen, um sich diese Sets irgendwo anzusehen. Also, Neuseeland hat immer im Prinzip über die Jahre hinweg immer so ein 1, 2, 3% irgendwie Increase gehabt in Bezug auf Tourismus, Umsatz aus dem Tourismus heraus, ja. Aber seit Einführung des Herr der Ringe haben die eben signifikant mehr Touristen irgendwo gehabt. Man kann jetzt nicht sagen, okay, der Film hat so und so viel Prozent irgendwo dazu beigetragen, aber das kann man kann sagen, das gibt eine Korrelation, es gibt eine positive Korrelation. Die Gründe, die für Product Placement sprechen, sind ähnlich zu den Gründen, die für Sponsoring sprechen. Ich habe eine abnehmende Wirkung der klassischen Werbung. Wieso ist das so? Weil einfach natürlich im Fernsehen, gerade wenn Sie einen Fernsehspot im linearen Fernsehen halt sehen, dann sagen Sie, okay, Mensch, ist Werbung, ja, die wollen mir irgendwie was verkaufen, egal was auch immer das ist. Das heißt, Attention Span ist nicht irgendwo da. Vielleicht sagen Sie auch, oh je, Mensch, prima, gehe ich mir noch ein Bier holen. Oder Sie gucken eh nicht hin oder Sie haben irgendwas aufgenommen im Festplattenrekorder und skippen das eh, gucken es gar nicht an. Und Sie haben die Präsentation des Produktes im attraktiven Umfeld, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Faktor und einen entsprechenden Image-Transfer. Sehr hohe Reichweiten, auch hier gilt wiederum die Zweitverwertung. Denken Sie an TV-Ausstrahlung zum Beispiel beim Kinofilm später oder Streaming oder DVD, Blu-ray-Verkäufe. Und Sie können Werbeverbote umgehen. Das ist zum Beispiel wichtig für die Zigarettenindustrie. Und hier ist auch Zappen nicht möglich. Ja gut, ich kann einen Film abschalten irgendwo. Aber in der Regel ist da die Attention Span
wesentlich höher. Hier nochmal ein paar Möglichkeiten, ein paar Beispiele. Visual Placement. Bond fährt fort in Casino Royale. Das ist zum Beispiel ja auch eine Sache, die eben inkompatibel ist. Hier habe ich dann so eine Glaubwürdigkeitslücke. Das ist kein Fu and Fit. Das müssen Sie sich nochmal anschauen, irgendwie, wenn Sie das nächste Mal den Film sehen. Lief ja gerade wieder im Fernsehen. Bond fährt in der einen Szene halt fort. Passt nicht zur Marke Bond. Und hier habe ich eine Glaubwürdigkeitslücke. Und das steht da so ein bisschen im Widerspruch zur Figur. Und hier ist das Placement eher kontraproduktiv. Verbal Placement. Rolex in James Bond. Das ist ganz interessant, weil da gibt es eine Szene mit Vesper Lind, wo im Prinzip sie ihn auf die Uhr anspricht. Könnte ich Ihnen eigentlich zeigen, aber das passt ja nicht so mit den Embedded Videos. Und da spricht sie ihn auf die Uhr an. Man sieht die Uhr gar nicht, die er trägt eine Omega. Und sie sagt, Mensch, tolle Uhr, Rolex. Ne? Und er sagt, nee, Omega. Das ist ein ganz, ganz tolles Verbal Placement einfach im Prinzip. Man sieht die Uhr irgendwo gar nicht. Aber auch dieses Verbal Placement ist bezahltes Placement. Weil wenn man jetzt im Prinzip, das ist bezahlt in dem Fall nicht von Rolex, sondern es ist bezahlt von Omega, weil er ja die Marke geswitcht hat. In einem Film, in einem James Bond Film, sagt er beispielsweise: Did you feed your cat with Whiskas? Haben Sie Ihre Katze mit Whiskas gefüttert? Und allein dieser Satz hat 35.000 Dollar gekostet, um ihm mal so eine Relation zu geben. Zahlen sickern da immer nur unzureichend irgendwo durch, aber allein dieser Satz soll 35.000 Dollar gekostet haben: Did you feed your cat with Whiskas? Also dieses Verbal Placement. Und so kann man sich das zusammendenken, dass da relativ viel Geld zustande kommt. Diese 70%, von denen ich gesprochen hatte bei einigen Formaten. Kombiniertes Placement heißt, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung in den Plot eines Formates entsprechend eingebunden ist, eingeflochten ist, ja, woven in, sagt man dazu in der, im Marketing-Deutsch. Einer meiner Lieblingsfilme, What Women Want, was Frauen wollen, mit Mel Gibson. Im Prinzip, er arbeitet in diesem Film als Manager in einer Werbeagentur und er arbeitet in dieser Funktion, in dieser Rolle an einem Spot für Nike. Und die kommen dann nachher raus mit so einem TV-Spot, den sieht man auch im Film selber, sieht man diesen Spot. Und der Slogan ist hier, die Tagline ist No Games, Just Sports. Und das ist natürlich toll, weil die ganze Zeit arbeiten die an diesen Nike-Werbespots und das ist das Beste natürlich, was irgendwo einer Marke oder einem Unternehmen passieren kann, wenn die Marke selbst Teil des Plots wird. Ein anderes Beispiel ist Siri in einer Episode von The Big Bang Theory. Jetzt ist dieses Placement sehr, sehr effektiv. Ich habe hier nochmal zwei, drei Beispiele mitgebracht. Einmal in Bezug auf Sonnenbrillen, Persol. James Bond wird, also Daniel Craig, wird ausgestattet normalerweise vom Schneider Tom Ford und trägt auch dann Tom Ford Sonnenbrillen. Hier in diesem Casino Royale beispielsweise trägt er Brillen der Marke Persol, ein italienischer Hersteller, gibt es schon viele, viele Jahre. Das Interessante ist jetzt Folgendes. Bond trägt diese beiden Sonnenbrillenmodelle. Aber es wird nirgendwo kann man irgendwo den Namen Persol lesen irgendwo. Also er sagt ja nicht und er wird nicht angesprochen von Vesper Lind irgendwie, Mensch, was tragen Sie für eine tolle, schicke Sonnenbrille, ja? Und er sagt, Mensch, das ist Persol, ne? Kauf die mal, ne? Das sagt er ja überhaupt nicht. Aber man findet es raus. Wie funktioniert sowas? Man sieht den Film und sagt, Mensch, coole Sonnenbrille irgendwo, was ist das für eine? Und man findet das letztendlich relativ schnell raus, indem man das entsprechend in die Suchmaschinen irgendwo eingibt. Und davon profitieren diese Gesellschaften. Also Persol zum Beispiel hat sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr geschickt gemacht. Jetzt sagen die, okay, Exclusive James Bond Sunglasses worn by Daniel Craig in Casino Royale. Und dann haben die so eine besondere Verpackung dazu und das zeigen die eben auch auf der Webseite. Das bedeutet, das hat natürlich auch in Bezug auf Social Media einen entsprechenden Search Engine Optimization Effekt, einen SEO Effekt natürlich. Weil, wenn ich Daniel Craig eingebe, Sonnenbrille oder einfach Daniel Craig Outfit, je nachdem wie das aufbereitet ist, dann komme ich letztendlich auch relativ schnell auf die Seite von Persol.
Und so funktioniert das. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Und diese beiden Sonnenbrillen waren übrigens weltweit ausverkauft, innerhalb von 2 Wochen, nachdem der Film Premiere hatte. Das ist spannend, obwohl, wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, niemand sich hingestellt hat und gesagt hat, Mensch, hier, guck mal hier, James Bond trägt Per Sol. Das hat Per Sol gemacht, aber das hat nicht Daniel Craig gemacht. Das hat auch niemand im Film irgendwo gesagt. Jetzt nochmal ein Beispiel, können wir mal so einen Real-Life-Test irgendwo machen. Hier in dieser berühmten Szene, Daniel Craig mit M trägt er ein mittlerweile legendär gewordenes Polo-Shirt. Versuchen Sie einfach mal was ist das für eine Marke? Versuchen Sie einfach mal parallel jetzt hier zum Live-Vortrag, versuchen Sie einfach mal rauszufinden, was ist das für ein Poloshirt? Wie lange brauchen Sie dazu? Also es ist ein ganz berühmtes Poloshirt. Diese Marke, die hat James Bond über viele, viele Filme hinweg begleitet. Die haben schon die Badeshorts für Sean Connery irgendwo hergestellt. Hat jemand schon rausgefunden? Poloshirt, James Bond, Daniel Craig in Casino Royale. Und diese Marke gibt es seit 1870. Habs? Nein. Sie haben es schon gefunden. Okay. Ja, welche ist es denn? Was ist das für ein Poloshirt? Ja, Sunspell. Und das ist ein ganz besonderes Poloshirt. Das ist das Riviera Polo Poloshirt, made exclusively for Daniel Craig. Casino Royale war ja der Start für Daniel Craig. Und es war so ein neuer Style für James Bond, auch vom Outfit her. Und Sunspell war Teil davon. Und wenn Sie jetzt auf die Sunspell-Seite gehen, keine Werbung für Sunspell, aber ist ganz interessant, dann finden Sie bei diesen Riviera-Polos beispielsweise, finden Sie auch den Hinweis auf Daniel Craig und ganz, ganz explizit irgendwo auf den Film. Und es gibt ich weiß gar nicht, ob ich die Folie hier habe, die habe ich, glaube ich, zum späteren Zeitpunkt. Es gibt auch einen Bekannten von mir, David Zritzky, und der hat einen YouTube-Kanal, der heißt The James Bond Experience. Und in diesem Kanal spricht er immer auch über Produkte, die James Bond trägt oder auch die andere. Zum Beispiel gibt es andere Influencer, die über andere Filme letztendlich berichten. Man findet zum Beispiel auch raus, relativ einfach, das kann man jetzt hier nicht dran erkennen irgendwo, aber in meinem Filmausschnitt hätte man das irgendwo gesehen, in der Szene, wo James Bond den Wagen fährt. Man weiß zum Beispiel, versuchen Sie es mal schnell herauszufinden. Casino Royale. Mensch, in welchem Hotel spielte der? Wo ist der Daniel Craig irgendwo hin? Wo hat er übernachtet? In welchem Hotel hat Daniel Craig übernachtet? Auf den Bahamas. In welchem Hotel war er? Und das ist auch im Prinzip nicht nur Country Placement, sondern das ist auch Place Placement. Also es wird im Prinzip ein spezifisches Hotel wird in den Vordergrund gerückt hier. Das ist der Ocean Club auf den Bahamas. Das ist der Ocean Club auf den Bahamas. Und dieser Ocean Club ist ein ganz berühmtes Hotel auf den Bahamas, wurde auch schon für Feuerball genutzt mit Sean Connery. Und dann interessanterweise läuft das dann so. Also das Producer-Team von Bond, also der Broccoli-Clan, geht dann hin und sagt, ja, wir wollen in der Karibik, wollen wir hier was filmen. Uns ist das eigentlich relativ egal, wo wir das machen. Das müssen gar nicht die Bahamas sein, es können auch die Cayman Islands sein. Aber dann gehen die hin an die Tourismus an die Regierungen, Tourismusindustrie und Offices und sagen, guck mal hier, wir wollen da ein paar Palmen absägen und in die Luft sprengen und wir fahren hier so ein bisschen rum mit unseren Motorbooten und so weiter und so fort. Wie viele Statisten kannst du zur Verfügung stellen? Kannst du das und das absperren? Und dann geht man auch, wenn man sich auf eine Location geeinigt hat, dass man so Location Scouts und Location Spotting, dann geht man auch zu den Hotels und sagt dann, okay, ich bin jetzt hier für eine Woche, ich habe hier 7 Drehtage bei dir auf den Bahamas und wir sind eine Crew von, weiß nicht, 35 Leuten und abgesehen von der Gratisübernachtung für die Woche, ja, wie viel Geld zahlst du uns noch, wenn wir dein Hotel in den und den Einstellungen zeigen? Das Hotel ist insgesamt 2 Minuten und 35 Sekunden im Bild. Und dann kommen Angebote, und dann kommen entsprechende Angebote von den Hotels, interessanterweise zu den Producern. Und die sagen, ja, keine Ahnung, so und so viel tausend. Und ich möchte aber nochmal, und nachher einigt man sich und dann sagen, kommen die auch teilweise zurück und sagen, okay,
könnt ihr nochmal Bonn zeigen in seiner Suite oder einmal nochmal das Hotel vom Meer aus gesehen. Und dann kommt nochmal dieser Shot zum Beispiel vom Meer, vom Beach auf das Hotel, auf diese Beachfront des Hotels beispielsweise. Das ist Placement, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, aber das ist Placement und deswegen wird zum Beispiel in diesen Hotels das teilweise dann auch nochmal explizit gesagt, ja. Willkommen im Ocean Club, so. Und hier, man kann das auch, wie gesagt, diesen Effekt messen. Man kann ihn unmittelbar messen, wie im Prinzip sich das auf die Sales auswirkt. Das kann man bei ganz, ganz vielen Produkten sehen, die auch nicht aggressiv sind, sondern nur indirekt im Film platziert werden. Können Sie aber beispielsweise nochmal den Spaß machen. Der Film ist noch gar nicht angelaufen, aber man hat schon zweistellige Zuwachsraten bei dem entsprechenden Hersteller. Wenn Sie mal eingeben, Daniel Craig, No Time to Die, welche Jacke trägt er in dem einen Trailer, in dem Teaser zu No Time to Die, wo er den Aston Martin aus der Garage holt? Müssen Sie einfach nur eingeben, suchen Sie mal, Daniel Craig, No Time to Die, den Film gibt es noch gar nicht, ne? Die Premiere wurde ja verschoben. Welche Jacke trägt Daniel Craig in der einen Teaser-Szene in No Time to Die, wo er den Aston Martin aus der Garage holt? Das ist eine ganz spezifische Jacke eines kalifornischen Herstellers. Und dieses Unternehmen, es gibt es auch schon viele, viele Jahre lang. Und deren Jacke wird hier geplaced. Das Interessante ist einfach, bei diesem Beispiel, ich weiß nicht, ob es schon jemand gefunden hat, aber bei diesem Beispiel ist es ganz interessant, dann ist der Effekt umso stärker. Die haben gar nicht für das Placement gezahlt, sondern sowas gibt es auch. Daniel Craig selbst ist ein Fan der Marke, dann wirkt es natürlich umso authentischer. Und Daniel Craig hat gesagt, Mensch, ich möchte das irgendwie haben in dem Film. Ich möchte da mal so eine Jacke von denen tragen. Und deswegen trägt er die Jacke in dem Film. Haben Sie es rausgefunden? Ich habe es noch nicht im Chat irgendwo gesehen. Daniel Craig, Garage, Aston Martin, No Time to Die. Hat noch keiner. Gut, dann erzähle ich vielleicht eine andere Story, ein anderes tolles Beispiel. Am Beispiel des italienischen Luxusuhrenherstellers Panerai. Und Panerai ist ein italienisches Unternehmen, es gibt schon viele, viele Jahre. Und Panerai stellt, wie gesagt, sehr, sehr hochwertige Taucheruhren her. Ursprünglich für die italienischen Kampfschwimmer und für die italienische Marine, für die Eliteeinheiten der italienischen Marine. So, und die Story ist, dass 1995, genau, hier, Daylight, Film mit Sylvester Stallone, in Italien unter anderem gedreht wurde und Stallone läuft durch die Straßen und sieht eine Panerai-Boutique, findet die Uhren sehr ansprechend und sagt, Mensch, was macht denn ihr? Ja, und wir machen hier Taucheruhren und das machen wir für die italienische Marine. Und bevor dieser Film kam, hat eigentlich im Prinzip keiner richtig Panerai auf der Reihe gehabt. Also kein Uhrenliebhaber, nur so ein paar Spezialisten. Die haben keine großen Stückzahlen verkauft. Und Stallone sagt, Mensch, wir machen hier so einen Film, so einen Actionfilm. Ihr kennt mich vielleicht und könnt ihr mir mal 50 Uhren für den Film zur Verfügung stellen? Und da haben sie gesagt, ja klar, machen wir. Und die haben ihm dann diese Uhren zur Verfügung gestellt, ein ganz bekanntes Modell, Numinor Daylight. Das heißt Daylight auch in Anspielung auf den Film. Und sie nennen das können Sie vielleicht hier sehen, Slytech. Sly ist der Spitzname von Sylvester Stallone. Stallone trägt die Filme trägt im Daylight diese Uhren der Marke Panerai. Das Interessante ist, nachher, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen sind, geht er in die Boutique und sagt, hier, komm, ich kaufe 50 von euren Uhren und schenkt die seinen Buddies. Schwarzenegger, also den ganzen Actionhelden, Jason Statham und Dwayne The Rock Johnson, Dolph Lundgren und wie sie alle heißen. Und die tragen daraufhin in diesen Actionfilmen immer Panerai-Uhren. Das müssen Sie einfach mal raussuchen. Jason Statham zum Beispiel, Luminous Daylight in The Transporter, im ersten Teil, im zweiten auch. In San Andreas trägt Dwayne The Rock Johnson die Luminous Submersible. Seitdem diese Produkte hier so per Zufall geplaced worden sind, also Panerai hat es im Prinzip nicht bezahlt. Die haben die Uhren vielleicht zur Verfügung gestellt und die haben sie nicht zurückbekommen, aber im Prinzip haben die nicht aggressiv im Rahmen eines Business Cases hier die Produkte platziert und seitdem verkaufen die also signifikant mehr Uhren weltweit als vor dem Film. Hier ist das Beispiel, was ich angesprochen habe. Product Placement ist insbesondere effektiv und mächtig,
wenn sie in den Plot integriert wird, interwoven into the plot, wie Apple und Siri, diese Funktionalität von Siri, vom Digital Assistant auf dem iPhone oder im Rahmen von iOS in dieser Episode, in dieser berühmten Episode von The Big Bang Theory, wo Raj im Prinzip hier mit Siri sich trifft. Anderes Beispiel hier von Mercedes. Sie nutzen es schon viele, viele Jahre, so ähnlich wie Aston Martin oder BMW, um zu zeigen zum Beispiel, wofür die Marke steht oder wie die Marke irgendwo wahrgenommen wird. Also Mercedes-Benz zum Beispiel hat in Die Hard sehr erfolgreich im, wenn ich richtig informiert bin, fünften Teil die ganzen SUVs und auch die Limousinen zur Verfügung gestellt. Das Interessante ist, in diesem Teil wird auch in den Plot dann reingeschrieben, nicht nur, dass er Mercedes fährt, aber dass in der ersten Szene, in der Eröffnungssequenz, fliegen erstmal die BMW-Limousinen in die Luft. Das ist auch interessant. Also da hat Mercedes Einfluss auf den Plot genommen im Rahmen des Placements. Direktwerbung ist immer, wenn ich jetzt direkt Kunden anspreche, Kundinnen und Kunden oder potenzielle Käufergruppen anspreche. Also, sie richtet sich unmittelbar und gezielt an die Adressaten. Zielsetzung ist immer die Herbeiführung eines Dialogs oder einer Interaktion. Ja? Ich erhoffe mir also eine Response natürlich. Also wenn ich Kataloge beispielsweise zuschicke oder Direct Mail mache und sage, Mensch, jetzt hier für Sie als einen unserer besten Kunden exklusives Angebot, jetzt hier klicken, den Promotion-Code auf der Website eingeben und 25% sparen. Werbung in direkten Medien, also Mailings zum Beispiel. Oder halb- oder unadressierte Postwurfsendung. Telefonmarketing. Oder Katalogmarketing fällt auch darunter. Werbung in Massenmedien mit Rückantwortmöglichkeiten. Das nennen wir Direct Response Werbung. Ja? Also irgendwie was ausfülle und dann sichere ich mich eine bestimmte Prämie zu oder wenn ich einen anderen Abonnenten beispielsweise werbe. Sie kennen diese Initiativen. Beispiel für preisgekröntes, effektives Direktmarketing, das können wir uns jetzt nicht alles ansehen, aber ich nehme mal nur ein paar Sachen raus. Hier einmal auch interessant, wird immer gesagt, so, ja Mensch, für B2B-Unternehmen ist es sehr, sehr schwer. Es kommt einfach immer auf die Idee an, ne, auf die kreative Umsetzung. Und hier ist ein Unternehmen, Austria Solar, ein Solartechnologie-Anbieter in Österreich. Und die haben sich einfallen lassen, für einen Geschäftsbericht, den so zu drucken auf so bestimmten Papier, das so foliert ist, dass dieser Bericht nur sichtbar ist, wenn natürliches Sonnenlicht auf die Seiten fällt. Also der Bericht wurde nur sichtbar, nachdem er von der Sonne beschienen wurde. Das ist eine ganz witzige Idee, die natürlich wunderbar mit der Marke hier auch und mit dem Unternehmen und der Dienstleistung entsprechend korreliert. Eine ganz, ganz witzige Geschichte. Und der wurde dann direkt, deswegen ist es Direct Marketing, an entsprechende Investoren geschickt. Bankhäuser beispielsweise. Ja, was sind die Erfolgsursachen der Direktwerbung? Die persönliche Ansprache des Kunden. Deswegen funktioniert das immer noch relativ gut. Dieses Katalogmarketing, dass entsprechende Modekataloge beispielsweise nach Hause geschickt werden. Also, obwohl nicht alle Unternehmen, denken Sie mal an Quelle, sind ja in die Insolvenz gegangen. Aber wenn ich hier einen entsprechenden Mix fahre, gewisse Käuferklientel, kann ich eben nach wie vor gut darüber ansprechen, dann kann das gut funktionieren. Ja, denken Sie mal an Otto, die das sehr, sehr geschickt irgendwo machen. Auch wenn letztendlich ein Shift stattfindet, dass ich eben mehr online verkaufe. Höhere Selektivität der Ansprache, weil ich natürlich anhand von entsprechenden demografischen, psychografischen Lifestyle-Ausprägungen her die Sache, die Werbemittel ganz, ganz direkt verschiedenen Kundengruppen irgendwo zusenden kann. Möglichkeiten der höheren Individualisierung des Angebots zum Beispiel im Rahmen von beispielsweise Direct Mails. Convenience für den Kunden, sehr bequem. Exklusivität des Kundenkontaktes und verfeinerte Erfolgskontrolle. Ich kann ja unmittelbar sehen, wie viel beispielsweise den und den Coupon-Code irgendwo eingelöst haben. Ich kann ja verschiedene Codes irgendwie ausgeben. Ich kann ja einen Code ausgeben über Direct Mail. Ich kann einen Code ausgeben auf der Website, jetzt das und das eingeben. Und je nachdem, welcher Code eingegeben wird, sehe ich eben auch, wie die Response eben ist in Bezug auf diese kommunikationspolitische Maßnahme.
Dann Internetkommunikation, klar. Wie gesagt, man kann es ja miteinander auch verbinden. Homepage, Corporate Site, Sponsorenlinks, Werbebutton, Banner, E-Mail-Kampagnen, E-Mail-Newsletter, all das sind hier so, so Tools. Werbung hat generell unterschiedliche Funktionen natürlich für den Konsumenten. Einmal bei uns weniger Zeitvertreib und Unterhaltung. Das gilt insbesondere eher für die internationalen Werbespots und Commercials, die kreativ auch entsprechende Preise abräumen. Ich hatte, glaube ich, mal darauf hingewiesen, es gibt so eine Competition immer in Cannes, die Cannes-Rolle, und da werden die besten Direct-Marketing, auch Internetkampagnen letztendlich der Welt prämiert. Auch Printkampagnen werden da prämiert. Und da räumen immer die amerikanischen Unternehmen ab für entsprechende Kampagnen. Mal gewinnen auch Deutsche, aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten Preise gehen in den angloamerikanischen Wirtschaftsraum. Werbung kann natürlich genutzt werden, auch um emotionale Erlebnisse zu transportieren, um eine Marke emotional aufzuladen, hatten wir schon gesagt. Über ein Produkt zu informieren, über eine Dienstleistung zu informieren, über eine Produktneuheit zu informieren zum Beispiel und natürlich auch entsprechendes Verhalten zu normieren. Ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Was ist wichtig im Rahmen der Werbung? Was sind so Ziele der Werbung? Was sind Voraussetzungen hier von Werbung? Also einmal brauche ich, und das hatten wir schon mal angesprochen, diese Aktivierung. Das ist eine wichtige Determinante, ein wichtiges Element im Rahmen der Werbung und des Konsumentenverhaltens. Ja? Das ist ein neurophysiologischer Vorgang, der den Organismus in einen Zustand der Leistung, der Agitation irgendwo versetzt, weil ganz salopp, ne? Wenn ich jetzt einfach vorm Fernseher sitze und da läuft irgendwie Werbung, ich mache da meine Augen irgendwo zu, dann kann ja keine Aktivierung irgendwo erfolgen. Wodurch kann die Aktivierung erreicht werden? Einmal innere Reize, einmal muss der Stoffwechsel des Konsumenten entsprechend sein, gedankliche Aktivität, er muss natürlich irgendwie aufmerksam diesem Werbemittel irgendwo exponiert, ausgesetzt sein, exponiert gegenüberstehen. Aber ich kann natürlich auch äußere Reize nutzen, emotionale, einmal Kindchenschema und erotische Reize. Ne? Das muss nicht immer irgendwo ein blanker Busen sein oder ein Mann mit freiem Oberkörper, sondern es kann so ein bisschen subliminaler irgendwie ablaufen. Das gleiche gilt hier für das Kindchenschema. So gibt es zum Beispiel Untersuchungen, ganz interessant, warum der BMW Mini so häufig von Frauen gefahren wird. Das können Sie nachlesen, das Design des BMW Minis ist psychologisch gesehen an das Kindchenschema angelehnt. Und man geht davon aus, Psychologen und Verhaltenswissenschaftler, dass gerade das subliminal, niemand würde explizit sagen, ja Mensch, ja, ich fahre den Wagen als Frau irgendwo, weil ich wollte mir schon immer ein Kind haben oder weil ich Kinder mag. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber beim Design des Mini wurde speziell das Kindchenschema zugrunde gelegt. Das ist ganz interessant, das finden Sie. Kognitive Reize, gedankliche Konflikte, Widersprüche, Überraschung. Werden wir uns gleich nochmal ein paar Beispiele ansehen. Oder physische Reize, auffallende Größe, Farbe von Werbemitteln. Leider können wir uns diese ganzen Spots jetzt nicht so gut angucken. Das geht auch aus digitalrechtlichen Gründen irgendwo nicht. Wenn da irgendwie Musik läuft oder so, dann kann ich das Video dann wieder nicht aufzeichnen oder hochladen. Deswegen muss ich da so ein bisschen schnell rüberspringen, leider, bei der Fernsehwerbung. Ich zeige Ihnen aber mal, wie geringfügige Modifikationen von Werbung oder vom Design von Werbung eklatante Auswirkungen oder gravierende Auswirkungen irgendwo haben. Wenn man sich jetzt mal diese Print-Campaign hier anschaut, dann sieht man hier zwei Heatmaps. Also Heatmaps messen immer, wie häufig die Augen und wie lange die Augen worauf fokussiert sind. Was fällt hier auf? Was ist der Unterschied hier zwischen der Frau auf dem linken und dem rechten Bild? Was ist der Unterschied zwischen der Frau auf dem linken und dem rechten Bild? Das sind nur ganz kleine Modifikationen irgendwo. Sonst ist alles gleich. Das Produkt ist ja gleich, das Slogan ist gleich. Blickrichtung ist anders. Genau, völlig richtig. Herr Christensen hat es sofort erkannt. Und in dem Fall, wo sie den Blick auf das Produkt richtet, habe ich hier einen sehr, sehr viel stärkeren Fokus. Hier guckt sie den Betrachter irgendwo an. Ich habe hier im Prinzip sehr wenig Fokus auf dem Produkt. Super wenig Fokus auch auf der Marke an sich. Und ein bisschen stärkeren Fokus hier auf der Tagline, Wake up the red in your hair. Aber hier habe ich einen sehr starken Fokus auf der Tagline, sehr viel stärkeren Fokus auf der Produktverpackung, auf dem Produkt und auch einen sehr starken Fokus in Relation zum rechten Bild auf der Brand.
Das ist interessant, weil ich muss innerhalb von Millisekunden teilweise natürlich die Aktivierung, die Aufmerksamkeit irgendwo des Konsumenten auf mich ziehen. Wie gesagt, wir hatten schon mal gesagt, emotionale Schlüsselreize kann ich irgendwo nutzen, um zu aktivieren. Aber es gilt auch hier teilweise, weniger ist mehr. Man spricht zum Beispiel in der Werbung explizit vom sogenannten Vampireffekt. Und hier sieht man, okay, das ist das Cover hier von dem Magazin und da geht es um Werbung für Christian Dior. Ist nicht das Cover, sondern einfach Werbung, Print-Ad für Christian Dior Paris. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, was das für eine Heatmap ist und was das für eine Heatmap ist. Inwieweit unterscheiden die sich? Ich meine, sieht man natürlich. Und ja, genau, Mann versus Frau, genau so ist es, ne? Und links die Frauen, rechts die Männer, korrekt, genau. Und man hat so einen Vampireffekt, heißt im Prinzip, je nachdem, welches Testimonial ich in welcher Art von Aufmachung mit meinem Produkt in Verbindung bringe oder in Verbindung bringen möchte, tritt dieser Vampireffekt ein. Das heißt, Vampireffekt erzieht die Aufmerksamkeit zu sehr an sich und es ist weniger Aufmerksamkeit oder zu wenig Aufmerksamkeit auf ein Produkt. So gab es beispielsweise meine Werbung mit Claudia Schiffer für ein Automobil. Und das war damals die Zeit, als American Beauty mit Kevin Spacey Oscars gewann, als bester Film auch, unter anderem. Und da liegt sie im Prinzip nur mit Rosenblättern bekleidet, liegt sie da im Prinzip neben dem Auto. Und da hat man auch diese Heatmaps gemacht und im Prinzip der Fokus war einfach viel zu sehr auf dem Testimonial, auf Claudia Schiffer. Im Prinzip die meisten Konsumentinnen und auch Konsumenten konnten, vor allen Dingen Konsumenten, konnten sich noch nicht mal an die Marke erinnern, geschweige denn an das konkrete Produkt. Und das nennen wir Vampireffekt. Ein ganz interessanter Effekt in der Werbung. Beispiel Aktivieren der Werbung durch kognitive und physische Reize. Einmal kognitiv, das ist so eine kognitive Geschichte. Vielleicht gehen wir mal die einzelnen Slogans durch. Worauf spielt hier die Tageszeitung an? Gute Blätter gibt es viele. Eines wird besser, ab dem 30. gibt es die neue Taz. Was meint ihr hier mit nie mehr? Was ist das? Was soll das sein? Und das wäre mal so kognitiv, weil, ja genau, die Welt, dann kommen hier Konservative, habe ich schon gesagt gerade, und das sieht man ja im Schriftbild, die Frankfurter Allgemeine, dann kommt die Frankfurter Rundschau, Rundumschauen, staatstragende Zeitung ist die Süddeutsche, neue Lieblingszeitung ist die Züricher und die Bild ist klar. Also bald gleich Bild. Das nennt man einen kognitiven Reiz im Prinzip, wo der Kunde sagt, Mensch, was soll denn das eigentlich? Okay, und dann kommt da irgendwo drauf, reflektiert so ein bisschen. Das heißt, die Aktivierung hier ist vergleichsweise dadurch erreicht und höher und das Involvement ist dadurch ein bisschen höher. Ich betrachte die Anzeige vielleicht ein bisschen länger, als wenn ich da irgendwo nur ein Produkt abbilden würde. Ja, eine großartige Kampagne für Chanel No. 5. Eine meiner All-Time-Favorites. Und zwar gewann man Brad Pitt für die Kampagne Inevitable. Und die Kampagne, da ging es um Chanel Nummer 5. Und man brachte Brad Pitt dazu, über Chanel Nummer 5 zu sprechen, also so ein Monolog. Sie können sich ja den Spot nochmal irgendwie auf YouTube irgendwo ansehen. In der Vergangenheit hat man immer Nicole Kidman gehabt, Origin 2, Catherine Deneuve, keine Ahnung, Catherine Zeta-Jones und solche Leute als Testimonials. Und plötzlich nahm man Brad Pitt. Warum ist das ein Beispiel für einen kognitiven Reiz, hier den Brad Pitt zu nehmen? Nicht, weil er gut aussieht. Das vielleicht auch, aber ne, das ist ja kein visueller Reiz, sondern ein kognitiver Reiz. Worum geht es hier? Wieso ist das eine clevere Kampagne? Man nimmt Brad Pitt, hängt dieses in Lebensgröße, Überlebensgröße, hängt man das an alle Flughäfen, Litfaßsäulen, Billboards und so weiter, war das überall angebracht. Wieso macht man das? Wieso nutzt Chanel Nummer 5 in der Vergangenheit immer nur Audrey Tautou, Nicole Kidman, plötzlich nehmen die Brad Pitt? Was ist der Effekt? Was ist der Effekt? Was fragt sich der Betrachter dabei? Woran denkt man dabei? Mehr Frauen kaufen das Parfüm, weil sie Brad Pitt cool finden. Nee, wenn Sie das Plakat sehen,
Wieso ist es gut gemacht? Wieso ist es ein kognitiver Reiz? Was hat das jetzt mit Reflexion? Cognosce heißt ja reflektieren, nachdenken. Warum ist das jetzt ein kognitiver Reiz hier, mit Brad Pitt zu werben? Was denkt man sich dabei? Als Betrachter, Sie sehen das Plakat, was denkt man dabei? Was ist Chanel Nummer 5 für ein Parfum? Normalerweise. Ja, es bricht mit dem Gewohnten. Ja, genau, genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Das ist eine brillante Kampagne, eine preisgekrönte Kampagne, die unglaublich viel Aufmerksamkeit auf sich sucht. Man fragt sich plötzlich auch, Mensch, was soll das? Gibt es Chanel Nummer 5 jetzt für einen Mann? Ist es jetzt, das ist doch eigentlich das klassische, das Coco Chanel, ja, das Core Piece, das ist der Heritage Product von Chanel. Sowas für Burberry der Trenchcoat ist, ne? Und das gibt es jetzt für den Mann? Oder was soll das eigentlich? Ja, und dann guckt man sich das irgendwo an, man sucht das irgendwo raus, ne? Und dann sagt man, nee, das ist einfach, Brad Pitt ist einfach nur das neue Testimonial. Also habe ich enorm hohe Attention Span und dadurch hat sich Chanel dramatisch abgehoben von anderer Werbung letztendlich einfach. Ganz, ganz klar, die ja auch für Frauenparfums immer Frauen genommen hat, ne? Oder Schauspielerinnen oder Influencerinnen spielt letztendlich keine Rolle. Und man nimmt hier einen Superstar, einen männlichen Superstar für ein klassisches weibliches Parfum. Also die, ne, um zu beantworten, Chanel Nummer 5 ist immer noch ein Frauenparfum. Ne, ich kann sprachliche Signale zum Abruf von gelernten Inhalten gebrauchen und über die Zeit, wenn ich also entsprechend das konsistent mache, ne, hier L'Oreal, weil ich es mir wert bin, ne, oder Meister Propper putzt so sauber, dass man sich den spiegeln kann. Das hat man irgendwie gelernt, ne? Das ist irgendwo da. Oder außen Toppels, innen Geschmack, ja, hält irgendwie frisch. Wenn ich sowas immer wieder, diese gleiche Tagline habe und die kommunikationspolitisch untermauere, dann ist es irgendwo drin und dann sorgt das natürlich nicht nur für so eine emotionale Aufladung, eine Assoziation irgendwo. Campari immer bekannt dafür, dass sie viel mit Farben, Farbpsychologie irgendwo gemacht haben. Natürlich hier auch auf erotische Schlüsselreize hier setzen. Und das ist dann sehr, 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 sehr erfolgreich, wenn ich das konsistent über eine gewisse Zeit lang durchziehe. Gut. Das ist jetzt eine größere andere Geschichte, da will ich so ein bisschen sprechen über den Unterschied zwischen Pull- und Push-Marketing bei B2B-Unternehmen. So, wir haben noch sehr, sehr viele Praxisbeispiele hier. Aber an dieser Stelle werde ich jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Zeit und bleibe natürlich wie immer in der Leitung, stehe für Ihre Fragen zur Verfügung. Danke und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.